Schorsch wird in der Wanne gewaschen. Seine Anziehsachen werden in der Waschmaschine gewaschen. Die Sachen sehen aus, als hätten wir sie schon tausendmal gewaschen. Da sind lauter Löcher in Schorschs Anziehsachen drin. Wenn man Anziehsachen sehr oft wäscht, bekommen sie Löcher. Schorsch, ich sehe ja deinen Po. Es wird Zeit, dass Schorsch etwas Neues zum Anziehen bekommt. Mama Wutz geht mit Peppa und Schorsch in ein Geschäft für Kinderkleidung. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen ein paar neue Anziehsachen für Schorsch. Das trifft sich aber gut. Dies ist ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst müssen wir mal Maß nehmen. Streck doch mal deine Arme aus. Schorsch hat Angst, dass Sie ihn gleich kitzeln wollen. Ich verspreche, dass ich dich nicht kitzeln werde. Meine Güte. Du bist aber ein großer, starker Junge. Da siehst du es, Schorsch. Frau Mümmel hat dich gar kein bisschen gekitzelt, stimmt's? Nein. Aber ich kitzel dich. Schorsch liebt es, wenn Peppa ihn kitzelt. Fein. Mal schauen, ob wir was Schönes für Schorsch finden. Wie wär's denn damit? Der wird dich schön warm halten. Oh. Am besten probierst du den Pullover mal an, Schorsch. Hier. Schorsch trägt einen großen, dicken Pullover aus Wolle. Der sieht kuschelig aus, Schorsch. Weiß ist vielleicht keine gute Farbe, wenn man gern in Pfützen springt. Wie wär's damit? Viele bunte Farben, gar kein Weiß. Schorsch, du siehst ja aus wie ein Clown. Nein. Schorsch möchte nicht wie ein Clown aussehen. Das sind zu viele Farben. Wie wär's mit einem Anzug? Und jetzt siehst du aus wie ein Pinguin. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsi, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Er ist an einen Baum geknallt. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Petro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie. Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra!
Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Pedros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Hallo? Frau Mimmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe! Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut. Trag ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege sie am besten von unten an. Wow, Bastian! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert. Haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Warten Sie! Geschafft! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Wenn es nicht drumherum geht, dann geht es vielleicht oben drüber. Nein, das wäre doch dumm. Und wie wäre es, wenn man unten drunter herfährt? Oh, ein Tunnel. Da hätten wir ganz schön was zu tun. Oh, da ist jemand an der Hintertür. Oh, hallo. Es ist der Bruder von Herrn Bulle. Hallo. Entschuldigen Sie den Lärm. Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen. Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlang führen soll. Hallo zusammen. Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor. Ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle. Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg. Ich habe gesagt, Sie sollen einen Tunnel bauen. Ja, ein Tunnel wäre gut. Ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun. Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt. Wir können einen Tunnel bauen. Ich grabe von dieser Seite und ich grabe von der anderen Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel. Stopp! Der Tunnel ist fertig. Und die neue Straße ist fertig. Hurra!
Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen. Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird. Viel schneller ist man auf der Straße nicht. Es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen. Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich habe keine Klingel. Ich habe eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipas! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten! Jawohl! Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Das Wasser kommt wirklich zurück! Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa.
Ahoi und los! Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Boot. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Boots. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer. Ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittagessen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei.
Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Und wie können wir euch heute helfen? Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie dahin gekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja. Da wären wir, ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Opa Wutz bastelt immer irgendetwas in seinem Schuppen. Ich schätze, es macht ihn glücklich. Schaut mal her. Oh! Ich nenne es Modell 1. Es ist mein erster selbstgebauter Spielzeugflieger. Pipafieder! Schorsch liebt Spielzeugflieger. Kann es auch fliegen, Opa? Natürlich! Passt mal auf! Die Landung ist der schwierigste Teil. Das ist der beste kleine Flieger aller Zeiten, Opa. Er könnte noch besser sein, wäre er nur größer. Darum habe ich diesen gebaut. Modell 2. Boah! Immer schön langsam. Ja, wie ich schon sagte, landen ist das Schwierigste. Sehr schön, Opa. Das wäre ja dann ein für alle Mal erledigt. Und da du ja jetzt einen großen Flieger gebaut hast, besteht keine Notwendigkeit, noch einen zu bauen, richtig? Nein, Oma Wutz. Weißt du was? Ich hätte so gern ein Glas Orangensaft. Gute Idee, Opa Wutz. Will sonst noch jemand Saft haben? Ich gerne. Dann gehe ich mal hinein und hole uns etwas zu trinken. Dann bis später. Peppa, und vergiss nicht, auf Dolly aufzupassen. Ja, mach ich, Oma. Tschüss, Oma. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, woran ich gearbeitet habe. Das ist Modell 3. Boah. Ja, es ist größer und besser. Es hat sogar einen eingebauten Pilotensitz. Da könnten wir doch Schorsch reinsetzen.
Nein, das erscheint mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Oh. Surfen ist ja wohl das Beste überhaupt. Das stimmt. Surfen ist das Beste überhaupt. Achtung, fertig, los! Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Oh. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Guck, so geht richtiges Surfen. Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Woods. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Woods auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Woods. Hörst du das? Welle, Welle, eine Welle, Welle. Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte. Okay, hüpf rein. Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh. Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, Schorsch? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! Schorsch hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube, da komme ich dran. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Boah.
Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann! Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen. Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut, und du kommst doch zu der Aufführung? Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich, ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh, supi! Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag. Macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee.
Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Hau, hau, hau. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah! Zeigst du uns den Schlitten mal? Also, Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen. Boah! Hallihallo! Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wütz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampe-Pfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig.
groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wutz. Ja, bis später. Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Nicht so schnell. Komm schon, Papa. Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich. Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch.
Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh.